So, wir müssen reden mit Willi. Wir müssen wieder zurück. Oh, na toll. Wo sind wir? Da sind wir. So, dann werden wir noch mal ein bisschen Leichen schänden, plündern. Der blinkt noch. $12. Dicker, mehr hast du nicht. Dann gehen wir da nochmal zu dem Willi-Cop und dann machen wir mal einen Cut. Sprengpfeile. Ah, cool. So, hier sind überall Kisten. Wir brauchen Kohle, also müssen wir echt mal ein bisschen plündern. Er leuchtet nicht mehr. Hier ist noch eine Kiste am Leuchten. Nein. Ja, das war mal eine coole Mission. Sorry, dass ich ein bisschen still war. Ich wollte auch, naja, wegen der Musik. Also entweder überblendet das Ganze mit irgendeiner Musik von mir. Denn dafür sorry. Oder es lief, weil ich nicht sicher bin oder war, ob die Musik jetzt hier wegen GEMA und so Probleme macht. Ne? Der Feind aller YouTuber, LPler, was auch immer. Die liebe GEMA. Und entweder habe ich eine Möglichkeit oder es lief oder keine Ahnung. Ihr werdet es ja sehen oder gesehen haben. So, da leuchtet noch eine Leiche. Ein bisschen Kohle haben wir jetzt schon wieder gemacht. Hier ist noch eine Kiste irgendwo wieder mal. Huch, was war das denn? Pokerchips. Hier, die Kiste nehmen wir auch noch mit. Oh doch, siehst du, $275. Hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt, hat es sich. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Hier haben wir alles schon aufgeräumt. Das war doch mal eine schöne Mission. Hat doch mal richtig Spaß gemacht. Jungs, wo seid ihr? Oder wo wart ihr? Ich habe hier schon aufgeräumt. Wann kommt jetzt hier so eine dramatische Musik wieder? Auf einmal? Kein Kommentar. So, alles eingesammelt, alles klar. Hier mein Auto. Ich weiß zwar nicht, wofür wir die Roten brauchen, aber naja. Das Kollege? Oder was ist hier los? Ich mach dich fertig. Oh ja, war klar. Also die Waffe ist definitiv besser. Definitiv besser. Die Waffe geht ja mal voll. Die ist gut, die ist gut. So, Auto haben wir jetzt eins gefunden. Haben wir ein paar zur Auswahl. Wir wollen zu ihnen hier. Das machen wir noch. Halt. Ich bin ja deppert. Ich bin ja so deppert. Da ist so ein Schnellreisesymbol. Naja, okay. Denn ich werde jetzt, glaube ich, erstmal kurz einen Cut machen. Ich weiß gar nicht schon, wie lange ich jetzt überhaupt aufnehme, ey. 22. Boah, sind wir 2 Stunden, ne? So, können wir. Ach, halt. Ja. So, wir werden das hier nochmal. Erstmal kurz safen. So, überschrieben, alles klar. Und dann gehen wir hier zu den Willi-Cop, oder?
Ja, komm. Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Ja. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja, also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich hab fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, der interessiert mich einen Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verlangst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn Jason Brody okay. Nicht egal wäre. Ja, klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Diese alte Drecksau. Na gut. So, verlass die Hütte. Ja, ja, ich gehe ja schon. So, abgecheckt. So, was geht zu Reisfeldern, zu den Reisfeldern? Ja, aber das machen wir dann demnächst, ne? Oder? Oder? Ah, Mann, da sind die Reisfelder. Ist hier ein Dorf zum, oder ein Punkt zum Safen? Ein Mann namens Hootie. Ich werde dir kurz nochmal ganz vor Sale. Ja, ja. Halt die Fresse. Erstmal kaufen wir Munition. Und verkaufen. Wow, das hat ja so viel gebracht. So. Keiner glaubt mir, aber die haben mein Boot gesprengt. Doch ich habe überlebt. Ja. Laber. So, wir wollten, was ist denn das hier? Ach hier, das können wir auch demnächst mal machen. Habe ich hier eigentlich keine Hütte? Das hier sieht nach einer Hütte aus, oder? Habe ich hier keine eigene Hütte? Ha. Na gut, ich save einfach mal hier an der Stelle. Wird ja sehen, wo ich... ja. So, an der Stelle erstmal ein Cut. Also bis demnächst. So, und willkommen zurück bei Brennwert LP und willkommen bei Far Cry 3. Wo waren wir denn? Wo sind wir denn? Was? Ich habe gerade eine Granate aufgehoben. Lol, was hebe ich denn hier auf? Egal. Ach ja, so. Ich weiß nicht, ob ich ein Stichwort brauche, aber vielleicht kommt es auch von alleine, was ich erwarte. Aber ist ja egal. Da. Was wollen wir denn machen? Tach! Ah, ich hab mich erschrocken. Hey, der Feier. Das gibt's nicht. Ich stürme rein. Ja, das stürzt mal rein. Auf mein Stichwort hin saß du. Ja. Ich warte. Worauf wartest du denn? Ja. Wie der auch sei. Ist ja egal. Ja, wir zocken eine Runde. Naja, ich zocke, Feier, laber zwischen. Er zockt aber auch, ne? Ja, ich zocke auch, ne? Genau. Feier zockt auch. Wir zocken nicht together. Das kommt vielleicht noch später. Das wissen wir wahrscheinlich nicht. Ja, momentan spinnt meine Internetverbindung, deswegen.
Okay, reicht nur noch für Eiern. Genau. Ja, das ist gut. Der war gut. Local store, no open weekends. Okay, steht hier gerade an der Wand. Da hat er sich wieder gemutet nebenbei. Aber ist ja egal, ist ja eigentlich auch ja. Ein Solo-LP hier. Genau, okay. Wo ich einfach mal reinplatze. Ja, ist doch gut. Wir und dir jetzt Paramount auf den Sack gehen werde, weil... Ja. Was ist mit denen hier? Ich glaube ja schon ein bisschen weiter, hast du? Ja, etwas. Deswegen aber wenn du Tipps brauchst, ich kann ja helfen. Ja, das, Tipps werde ich gerne nehmen, aber bitte nicht spoilern, ne? Die Leute... Nee, ich behalte die Spannung. Alles klar. So, ich habe jetzt hier irgendeine Aufgabe und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was sind das hier? So. Ach du scheiße Kroko. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt in der letzten Aufnahme die Dingsfelder gemacht mit der epischen Musik und so. Jetzt aktuell Ziel die Reisfelder machen und ich hoffe, der hat jetzt nicht irgendwie Kack gesaved. Ich nehme jetzt mal das Campbein hier. So. Also ich weiß es nicht. Ja, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Komme ich jetzt hier irgendwo, bin ich denn da? Ich muss rüber. Verdammt. Okay, gehen wir zum Auto. Ja, es hat einen Grund, warum wir zusammen aufnehmen. Wir können kein Eiern zocken. Der genau. Server ist gecrashed. Oh, warte mal, Prüfung der Rakai. Na, das mache ich doch hier gleich mal. Okay. Ich soll jetzt zwei Messer. Transport, Zerstörung, deine besten Liste 0, haben Prüfung von Rakai teilgenommen, okay. Okay, Ubi? Start. Ich mach gerade der Prüfung der Rakai. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich mach's jetzt einfach mal. Zeitbonus. Oh, Flammenwerfer, Scheiße. Ja, ich brenn. Transporter, Zerstörung, töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Okay. Oh. Lad nach. Bam, Baby. Hatte das mal jetzt nicht together zu. Ja, würde ich gerne. Hier geht richtig die Party. Ne, nur bei dir. Aber geht richtig die Party. Angreifer, was habe ich denn hier noch? Die stürmt gerade mit Flammenwerfer auf mir und. Naja. Auf dir. Die versuchen mich gerade fleißig abzufackeln, die Bastarde. Jetzt brenne ich auch noch, scheiße. Ah, ich habe noch eine Minute Zeit. Bleib mal stehen da hinten. Verteidiger-Kill. Oh, scheiße. Mach mal. Ich habe noch Raketenwerfer. Was soll denn der Scheiß? Gib mal rüber. Oh verdammt, hier kommt ein Helikopter! Alter, leck mich! Deckt ja, den sollst du abknallen. Ach, Witzbold! Mein Gott, ey, da fliegt nur hin und her, den kriegst du locker. Ja, hab ihn schon. Zeitbonus. Ach du Scheiße. 26 Sekunden. Oh, fuck, was geht denn hier? Lad nach! Oh, scheiße, verrecke. 4 Sekunden, lad jetzt nach hier! Scheiße! Oh, die scheiß Flammen, die versperren mir gerade die Sicht. Okay, deine Punktzahl, 155. Ich würde mal sagen, das ist scheiße. Erreiche 125 Punkte, um $250 zu halten. 150 Punkte, um 400 XP zu halten. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ich glaube, das mache ich gleich nochmal. Jetzt weiß ich auch, um was es geht. Ha. Ach, ich muss nochmal machen, weil ich es nicht geschafft habe. Wie es aussieht. Lautloser Kill. Ja, der war ja sehr laut. Ja, musst du messern. Nee. Du musst eine bestimmte Person musst du messern. Wie ich jetzt genau zwei messern muss. Ich muss mit meinem Messer. Wo ich gerade bin, glaube ich nicht wirklich. Ich habe nämlich nur mit verfügbaren Waffen. Das heißt, ich habe gerade nur einen Raketenwerfer und mehr nicht.
Mehr nicht? Nee, ich hab den Raketenwerfer hier. Aber du hast doch ein Messer. Mit Sicherheit, wenn ich hier mal, warte mal, nachlade. Ja, ich hätte ein Messer auch. Okay. Bin gemessert. Oh, oh, Mission complete. Ich bin mehr der Messermann. Der Messermann? Der mit schönen Messern messern kann. Oh, voll müssen wir leben. Ich hab dir ja meine Skillung gezeigt, also die ist ja hauptsächlich nur auf Messer aufgebaut. Und auf hier. Ich brauch ein bisschen LKW. So. Es kann. Gib Mann. Okay, ich muss 225 Punkte, jetzt habe ich es gecheckt, aber ich muss nochmal neu starten. Hast du nie geschafft? Nee, das zweite Mal nicht. Noob. Ja, Noob. Scheißegal. Ja, bevor ich starte, um das mal kurz eben zu erwähnen, weil jemand einen Kommentar, das habe ich gerade bevor ich die Aufnahme begonnen habe, habe ich auch Feier erzählt, was soll ich sagen? Achso, Fun verloren. Welchen Schwierigkeitsgrad ich hier spiele. Ich spiele nicht leicht. Definitiv nicht, Leute. Das ist nicht leicht. Und auch nicht normal. Und auch nicht schwer. Das könnt ihr raten. Aha. Was? Also ich spiele Veteran. Ja, genau. Viel Spaß. Nee, ich spiele wirklich normal. Veteran. Ja, ist klar. Ja, weil du es ja schon x-mal durchgespielt hast. Nein. Nur einmal. Ach, letztes Mal hast du mir gesagt, du hast mindestens zweimal durchgespielt. Einmal, ich bin jetzt am zweiten Mal. Weil ich jetzt alles mitnehme. Oh, kann ich auch bitte mal eine andere Waffe bekommen hier? Alter, dieses Nachgelade geht mir auf den Senkel hier gerade. 300 Meter in die Richtung, schon wieder eben mit dem Messer abmucks. Lofisch? Nee, ich nehme LKW. Oh, das kann. King of the Hill hier. Helikopter kommt. Aber echt mal. Soll ich hier bitte auf 225 Punkte kommen? Da wird er mich verarschen. Machbar. Ja, aber nicht in der Zeit. Und ich muss jedes Mal nachladen. Doch, machbar. Ja, wenn er hier mal nachladen würde, wäre es mal richtig genial. Nehmen wir nur. Quasi. Rein theoretisch brauchst du hauptsächlich nur Combo-Kills mit dem Messer, da kriegst du die Punkte sowas von locker. Du bist witzig. So, ja, das ist kein Witz, ist so. Ja, aber wie soll ich mit dem Messer jemanden killen, wenn die mit den Autos auf mich zukommen mit Maschinengewehren oben drauf? Feier. Na gut. Wie soll das denn gehen? Mach dir einen Kopf. Ja, mach dir einen Kopf, haut da raus. Ich habe hier eine Mission, wo ich mit Dings schießen muss. Mit Raketenwerfer. Alles abballern. Cool. Habe ich noch nicht mal entdeckt.